Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute haben wir den 25. Dezember und am 25. Dezember ist wieder der Till da. Ja, und ich bin da, ich bin der Sashi und wir sprechen heute über das Geburtstagskind des Tages. Und das ist? Humphrey Bogart. Humphrey Bogart. Ja. Casablanca. Genau, Casablanca. Der ist 1899 geboren. Schau mir in die Augen, Kleines. Ja, krass. 1899. 1899, ja. Hast du gesehen, Casablanca? Ich habe den Film ausschnittweise gesehen. Mm. Och, jetzt geht das wieder los. Der letzte Satz, ja, ist ein berühmter Filmsatz. Das Schau ist mir in die Augen, Kleines? Nein, das ist mittendrin. Ach so. Und dann mittendrin ist auch, das sagt sie irgendwie, spielst du noch einmal, Sam? Ach so, den kenne ich auch. Siehst du, den Satz kenne ich auch. Genau, und ganz am Ende sagt er halt auch einer der berühmtesten Sätze in der Filmgeschichte, da sagt er, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Oh. Das war alles Casablanca. Ja. Und das habe ich hier einfach so, ohne mich vorzubereiten, aus der hohlen Hand. Ja, egal. Am 25. Dezember 2000 haben auch China und Vietnam eine Vereinbarung unterzeichnet, wo die Seegrenzen und die Fischereigrenzen entsprechend festgelegt wurden. Festgelegt wurden, Dankeschön. Festgelegt worden sind und nach jahrzehntelange Streitigkeiten über den Golf von Tonkin, ja, so heißt das da irgendwie, wurden die dann durch dieses Abkommen beigelegt. Und das war am 25. Dezember im Jahr 2000 erst. Vollkommen richtig. Ja, danke schön. Ja. Bitte. Aber wir haben am 25. Dezember noch einen Fakt. Einen Tag nach Weihnachten übrigens. Ja, und dazu passend hat nämlich 1952 der Nordwestdeutsche Rundfunk den Sendebetrieb aufgenommen und mit dem Fernsehspiel Stille Nacht, Heilige Nacht. Na, da haben sie mal was ausgedacht. Waren ja. Sie richtig kreativ, ne? Ja. Und wo gehst du heute essen? Ich? Ja. Ich gehe nicht essen, weil ich habe so viel gefressen gestern, ich brauche heute nichts mehr essen. Echt, bei uns ist Heiligabend eher spartanisch. Wir fressen erst heute. Heute? Ja. Echt? Ja. Warum? Ja, weil gestern spartanisch war. Ja, ist schon klar, aber wo? Wo? Ja, geht ihr aus oder macht ihr das? Nein, das ist wechselnd bei Verwandten. Achso, und heute seid ihr dann halt bei irgendeinem Verwandten dann irgendwie. Wir sind heute bei irgendeinem Verwandten und werden essen. Wenn dann essen. Und der Tisch dann. Aber richtig, der Tisch essen. Richtig, auf. Richtig essen. Und morgen auch. Also, ihr seid immer nur am Fressen. Die beiden Feiertage ja. An Heiligabend nicht. Da sind wir spartanisch. Ich hatte übrigens gestern Geburtstag. Ja, und willst du jetzt hier ein bisschen fischen vor Kompliments oder was? Was heißt Kompliments? Ich wollte einfach nur einen herzlichen Glückwunsch nachdenken. Na gut, herzlichen Glückwunsch. Ja, alles nachträglich. Ach, leck mich doch an. Cheerio, Miss Sophie, bis morgen. Morgen ist wieder Feiertag. Am 26. Dezember sehen wir uns auf jeden Fall wieder und er wird vollgefressen irgendwo in der Ecke liegen. Hoffe ich jedenfalls.